Hey Leute! Und willkommen direkt zurück zur nächsten Folge. Der große liebe Herr Guardian hat da hinten gerade schon seinen Schwanz gezeigt. Der hoffentlich letzte, bitte nicht falsch verstehen. Und um den müssen wir uns jetzt kümmern und hoffentlich ist das wirklich der letzte, weil ich möchte nämlich bald anfangen, hier ein bisschen rumzuarbeiten noch. Zumindest schon mal diese ganzen Loot-Sachen, so Sponges und so mitzunehmen. Und ja. Ich würde tatsächlich auch mal gucken, ob wir den vielleicht dann, wenn wir diese Sponges haben, wenn ich daran arbeiten kann, dass wir den Tempel vielleicht austrocknen für das meiste vielleicht, wenn wir das hinkriegen. Und dann können wir den vielleicht ganz ungestört von innen heraus ausnehmen oder so, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall gerade das Ziel. Ich weiß, man könnte auch eine Guardian-Farm da draus bauen und so, nur ich weiß es halt nicht unbedingt 100% genau, wie das geht. Gibt ja noch mehr genug Tempel da draußen, also das kriegen wir alles schon irgendwie hin. auf jeden Fall, jetzt geht's erstmal weiter. Denn da hinten ist schon wieder der Schwanz aufgetaucht und der wartet nur da drauf. Und mir gekillt. Kann ich den eigentlich von hier angreifen, wenn er seinen Schwanz raushält? Nein, Entschuldigung, Leute, es ist eine Flosse. Es ist eine Flosse. Okay, beruhigt euch. Ja, ihr habt recht. Okay. Hallo? Da ist die Flosse. Guck mal, guten Tag. Hoffentlich hat er kein Backup. Er hat Backup. Ein kleiner Guardian. Oh, da sind ein paar mehr, glaube ich. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Mal kurz Luft aufladen. Ah, da hinten ist noch einer. Und durch dich erstmal. Noch einer. Ja gut, geht erstmal weg. Am besten. So, erstmal die Sicht breaken. Und er dürfte schon gut geweirt sein. Zack. Ein Hoch auf unser Netherite-Schwert. Die sind auch weg. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir gleich nochmal Mining-Fatigue kriegen oder ob das jetzt wirklich der letzte war. Ich glaube, so langsam sollten wir den Tempel durchhaben. Also ich muss sagen, innen im Tempel zu kämpfen gegen die Viecher ist viel leichter als draußen gegen die zu kämpfen, weil draußen können die einen halt wirklich richtig... Ich sag mal, weil draußen spielen die quasi ihren Vorteil am besten aus, weil da haben die nämlich die ganze Fläche. Und du als der Spieler hast quasi nur, naja, dich und deine Schwimmkünste. Und wenn die Viecher dir quasi die ganze Zeit wegrennen können, dann sind die natürlich weitestgehend im Vorteil. Aber hier ist auch noch eine ganze Section, oder ist das jetzt wieder eine alte? Nee, guck mal, was da hinten noch schwimmt. Hier geht's noch weiter. Wir sind hier noch nicht durch. Wir sind hier noch lange nicht durch, glaube ich. Aber ich hoffe, dass das endlich der letzte Guardian war. Schön wär's auf jeden Fall. Schön wär's auf jeden Fall. Na, komm mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das waren drei. Oh, warum müsst ihr so viele sein, ihr Penner? Da sind so viele. Holy shit. Wie komme ich hier am besten hin? Scheiße. Ja, ich muss eigentlich auf die chargen. Und go. Damit die aufhören, auf mich zu zielen. So. Ah ne, hier war ich schon, weil hier unten steht schon meine Tür. Die Mining-Fatigue ist weg. Das heißt, ich habe kann jetzt wieder schneller angreifen. Und ich kann diese Blöcke abbauen. Das heißt, ich kann jetzt endlich mich mal um diese Wet Sponges und so kümmern. Allerdings ist die Frage, spawnen die ganzen Guardians jetzt hier noch alle weiter nach? Oder
Weil ich jetzt alle Großen getötet habe, ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, weniger oder wie. Ich weiß das ehrlich gesagt alles gar nicht so genau. Habe ich Aqua Affinity? Jawohl, habe ich. Wunderbar. Ich würde gerne irgendwann mal was mitnehmen, um diese Lichter vielleicht zu ersetzen oder so. Weil wenn ich die jetzt alle wegmache, dann wird es hier irgendwann halt sehr dunkel, sag ich mal. Und ich würde halt irgendwie vielleicht mal Lichtersatz mitnehmen irgendwann. Dass ich vielleicht den ganzen Tempel dann mit... Oh Gott, da ist der Ausgang. Aber hier muss ich irgendwann auch wieder raus, ne? Aber ich kann mich zum Glück rausbauen. Das ist halt der Vorteil. Super, wir haben es geschafft. Der Tempel ist tatsächlich clear. Zwar noch nicht von Guardians, aber zumindest schon mal von den ekligen Viechern. Also von den großen Guardians. Jetzt müsste ich natürlich nochmal herausfinden, wo der ganze Sponge-Loot war. Und es soll ja auch irgendwie so ein Treasure Room geben, wo Gold drin ist. Ich glaube, das war der Raum, wo dieser Quadrat, dieses Quadratding war, da wo wir gerade waren quasi. Da hätte ich vielleicht mal gucken müssen. Okay, aber wo finde ich jetzt die Schwämme wieder, ist die Frage. Hier schon mal nicht, da ist wie gesagt immer noch der Eingang. Da ist auch erstmal nichts mehr. So, wie gesagt, hier ging es noch weiter. So, das hier ist glaube ich tatsächlich der Treasure Room. Boah, schon wieder Guardians hocken. Ohne Ende. Oh, ich ersaufe, scheiße. Na komm. Ihr mögt keine Schwerter, ne? Ich merke schon. Komm noch her. Und tschüss. Die Schuhe, die ich anhabe, die haben kein Mending. Da muss ich natürlich drauf aufpassen. Nicht, dass ich die mir hier wirklich kaputt kloppe. Oder kaputt kloppen lasse quasi. So. Okay, hier drin ist, glaube ich, Gold. Richtig? Ja, richtig. Hier sind Goldblöcke drin. Ja komm, weg mit dem Copper-Ingot. Dann nehme ich lieber das Gold. Bin ich ehrlich. Nein. Aua. Einmal wieder weg. So, wo sind jetzt die Schwämme gewesen? Die waren irgendwo hier in einem anderen Raum, ne? Oder hier unten irgendwo lang vielleicht? Scheiße. Wo versteckt ihr eure Schwämme? Ich will Schwämme haben. dann war es vielleicht tatsächlich... Ja, hier unten. Nein, das ist der Ausgang. Mann! Leute! Ich mag Labyrinthe nicht. Und ich mag auch meinen Orientierungssinn nicht. Weil der ist auch... kaputt. So, dann muss es doch hier gewesen sein, oder nicht? Nein, das gibt's doch nicht. Die Schwämme. Wo waren die Schwämme? Ich bin da zweimal vorbei dran geschwommen. Dann muss das hier unten gewesen sein. Dann muss es hier unten gewesen sein. Nee, nicht dieses. Ach, warte, hier. Hier oben. Hier oben ist der erste Schwammraum. Was wollt ihr eigentlich mit Schwimmen? Wozu beschützt ihr die? Hä? Wozu beschützt ihr eure diese Schwämme eigentlich? Was bringen die euch? So, sie bringen nämlich nur mir was, weißt du Bescheid. Ach. Gib her. Tür. Hallo, Tür. Dankeschön. Kann ich eigentlich von hier auch abbauen? Ja. Kann ich auch machen. Aber die fallen tatsächlich nach... Na, oder? Nee, nicht ganz. Aber hier oben entstehen jetzt so kleine Hohlräume quasi. Ich hätte eine Schere mitnehmen sollen für die, ne?
Also ich gar nicht auf dem Schirm, dass es die hier so in Massen gibt. Ich dachte, ich kriege irgendwie so zwei oder so und das dann so gut. Aber ich wusste nicht, dass hier wirklich so eine Ansammlung von den Dingern ist. Gut, aber ich möchte mich lieber über andere Dinge beschweren. Zum Beispiel, dass hier sonst kein Gold mehr ist. Oder so, nee, keine Ahnung. Das Gold ist mir eigentlich, also schon wichtig, aber ich sage es mal so, es gibt auch wichtigere Dinge als Gold. Zum Beispiel Netherite. Genau, warum gibt's hier kein Netherite drin? Scheiß Tempel. So, den ganzen Sponge möchte ich natürlich mitnehmen. Also ein ganzer Stack wäre schon schön. Dann habe ich so eine, ich sag mal, so ein Tool bereit, um für die Zukunft irgendwann mal hier die halt zu. Ich meine, man muss die braten, um die zu trocknen. Wenn man die gebraten hat, wenn sie getrocknet sind, dann kann man die benutzen, um Wasser wegzumachen, so wie halt die uralten Sponges noch von damals. Als es denn nur noch ein Creative Tool gab. Ja, diese Zeiten habe ich auch noch miterlebt. Und jetzt gibt es sie halt tatsächlich. 56 Wet Sponge. Kann ich hier irgendwas von wegschmeißen, um noch Platz für Wet Sponge zu machen? Das Rotten Flesh, ne? Da kann ich noch Platz machen für Sponge. Nehme ich lieber den mit. Und ich kann vielleicht schon anfangen. Doch. Ja, wobei, ich will die Lampen ehrlich gesagt noch gar nicht rausmachen. Manu. Keine Ahnung, ich will die eigentlich noch nicht rausmachen. Ist mir ehrlich gesagt irgendwie fast ein bisschen zu schade. Ja, aber ich werde die irgendwann mit, auf jeden Fall mitnehmen. Denke ich, weil ich will damit auch noch was bauen irgendwann mal. Boah, das wäre jetzt scheiße, wenn noch Guardians hier wären, ne? Weil dann müsste ich jetzt hier irgendwie gucken, dass ich mich rausschwimme, rausfriemle. Aber das geht ja. Das geht doch ganz leicht. Ganz easy peasy. Ich glaube, das ist tatsächlich der letzte Schwamm, das letzte Schwamm gevorkomme. Letzte Schwamm vorkommen. Was, gibt es hier noch eine, ich sag jetzt mal so eine Goldkammer? Oder war das die einzige Goldkammer, die es hier gibt? Nichtsdestotrotz, trotzdem eine sehr schöne Goldfarm zwischendurch. So, die letzten nehmen wir jetzt hier hinten noch mit. Dann meine ich, war es das tatsächlich mit Schwämmen schon hier aus dem Tempel. Gut, aber mehr Schwämme brauchen wir nun, glaube ich, auch wirklich nicht. Weil, haben wir hier noch welche? Nein, die sind weg, die sind weg. Moment. Hier waren auch noch welche, ne? Die sind auch schon alle weg. Okay, dann habe ich alles erfolgreich ausgeräumt. Sehr schön. Und hier ging es dann auch nur in diese Dead Ends, sage ich jetzt mal. Ja, hier ging es nur in diese Dead Ends. Alles klar. Hier ist auch nur Dead End. Wie sieht's hier aus? Nope. Alles soweit leer geräumt. Ich glaube, hier gibt es dann auch keinen zweiten Treasure Room mehr. Oh, du Scheiße! Ich werde mich auf jeden Fall rausgraben. So viel ist schon mal sicher. Oh, hallo. Das ist der eine Treasure Raum. Da war ich schon. Jo. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, hier sind noch ein paar Guardians unterwegs. Ein paar ist gut. Ein ganzer Haufen, besser gesagt. Ja, die Äpfel, die machen halt schon was aus, ne? Oh, 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 oh. Gleich den nächsten rein. Boah. Guck mal, wie viele Strahlen da sind, Alter. Scheiße. Alter, was? Du Scheiße. Was?
Okay, ich glaube, die Guardians, die spawnen nach. Oder ich weiß nicht, von wo die herkommen. Keine Ahnung, was das hier ist, ey. Das ist auf jeden Fall übertrieben krank hier. Was hier an Viecherie noch ist. Alter. Please. Lass mich die doch treffen. Ich könnte ja eigentlich mit den Schwämmen einfach alles trockenlegen, ne? Von innen. Und dann spawnen nämlich wirklich gar keine mehr hier drin. Soll ich das machen? Ist die Frage. Dann fange ich hier vielleicht in diesem Treasure Room an. Und arbeite mich dann hier durch, um den ganzen Tempel irgendwie clear zu bauen oder so. Keine Ahnung. Ich guck mal. Also ich habe ein Crafting Table dabei auf jeden Fall. Und ich habe auch einen Ofen. Öfen. Ich habe sogar ein bisschen Kohle dabei. So, und jetzt kann ich ja eigentlich hier. Ich mach mal erstmal 16. 16er. Gut. Dann können hier noch die mit dazu. Hallo. Moin. Ich bin hier gerade am Machen. Würdest du mich bitte kurz entschuldigen? Dankeschön. So, hier 3 Kohle rein. Hier können 2 rein. Auch noch 3. Und die letzten 2 hier rein. Okay, hier haben wir schon einen trockenen. Fertig. So. Platsch. Den können wir gleich wieder dazugeben. Okay, das wird aber auf jeden Fall ein etwas umfangreicheres Prozedere. Das ist schon mal klar. Ich glaube, das hier wird nichts, weil ich muss erstmal muss das Wasser von oben wegmachen. Ich muss das hier wegmachen. Oh, da haben wir schon einen Strahl gesehen. Wo war der Strahl? Oh, machst du Probleme, Freund. Na, hier sind schon welche trockengelegt. Okay, ja, so geht das komplett weg hier. Das sieht sehr, sehr, sehr chaotisch aus, ich weiß. Aber so ist halt der Prozess davon dann am Ende. Oh, hier ist er. Hallo. Wolltest du mal meine Öfen kontrollieren? Hast du denn eine Bescheinigung dafür, dass du das darfst? Ich habe nämlich nicht gesagt, dass du das darfst. So, ja, mit den ganzen Schwämmen kann ich dann theoretisch halt hierher kommen wieder und das dann richtig trockenlegen mal. Also 100% trockenlegen. So, ich muss halt aber die ganzen Wasserquellen von oben wegarbeiten. Bis das hier wirklich komplett weg ist. Aber das sieht gut aus, das kriegen wir hin. Können wir hier mal so ein bisschen uns das mal schöner angucken. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen, aber egal. Nicht so schlimm. Hier ist noch richtig viel. Aber weg mit dem Wasser. Weg mit dem Wasser. Weg mit dem Wasser. Warum ist hier noch so viel? Hallo. Du sollst weg. Na gut, wenn es jetzt hier aus diesen Ecken noch reinfließt, das ist jetzt nicht so schlimm. Da kann man auch ehrlich gesagt nicht so viel machen. Jetzt gerade im Moment. Weil das fließt nämlich halt von hier jetzt rein. Dann müsste ich das hier komplett zubauen, theoretisch. Ja, aber ungefähr so wird es laufen. Wenn wir uns in Zukunft jetzt hier solchen
Sachen dann widmen. Nehmen die natürlich alle wieder mit. Die sollten auch in die Mitte fließen. Da kann ich sie dann einsammeln. Hoffentlich. Aber so kann ich den ganzen Tempel von innen zumindest Guardian freigestalten. Und ja, wie gesagt, ich würde den dann halt irgendwann mal vielleicht wirklich mal rüber transportieren zu uns und den da neu aufbauen. Einfach so als, weiß nicht, Reliquie oder so. Keine Ahnung, mal sehen. Auf jeden Fall, ich bin entzückt, dass das tatsächlich geklappt hat. Ich hatte am Anfang echt Schiss, dass wir hier drin verrecken werden. Aber wir haben es dann noch gut gerettet. Trotzdem, wir müssen hier natürlich auch noch raus irgendwann. Und ich weiß nicht, wenn uns dann auf einmal 10 von diesen Viechern am Arsch hängen, das wäre nicht so schön, natürlich. Aber wir werden sehen. Also ich werde mich auf jeden Fall nicht durch den Hauptausgang rauskämpfen, das könnt ihr vergessen. Das werde ich nicht machen. Aber wir werden hier wohl nochmal zurückkehren. Weil, wie gesagt, ich habe die Koordinaten und ich möchte hier wirklich die ganzen, ne, ihr wisst schon Bescheid, die, liegt das Wort auf der Zunge, aber ich, die Lichter, die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. So, die ganzen Geräte, die kann ich ja eigentlich stehen lassen, erstmal. Und ja, ich bin eh voll, deswegen ich muss sowieso jetzt Richtung Heimat zurück, erstmal. Und dann weiter entscheiden, wie es weitergeht, ob ich nochmal dann später nochmal hier zurückkehre oder dann unmittelbar bald oder so, keine Ahnung. Und das dann halt mal mache, mit diesem Ausfringen dieses Tempels quasi. Und jo, auf jeden Fall, wir müssen erstmal wieder hier raus. Dazu nehmen wir am besten hier einen dieser Wege nochmal. Und dann baue ich mich hier irgendwo nach oben mal raus, denke ich. Hier zum Beispiel. Und schwimmen, 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 schwimmen. Raus. Heia. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir haben den Tempel überlebt. Jawollo. Eieieiei. Aber für einen kurzen Moment dachte ich echt, dass wir das nicht packen. Aber zum Glück hat sich meine Vorsicht gelohnt. Und die Goldäpfel. Die Goldäpfel sind echt scheiße wertvoll. Habe ich gemerkt. Hier vor allem. Und ja, für diese ganzen Abenteuer, die jetzt noch kommen, werde ich die auf jeden Fall immer mit mir führen. Das ist klar. Und noch einige von denen nachcraften. Wir haben ja zum Glück sehr viele Äpfel zu Hause. Da müssen wir dann, ja, vielleicht mal eine Goldreise machen, anstatt eine Diamantreise oder so. Und, ne? Schauen wir mal. Ich hätte gern, ich weiß nicht, ob es da unten Kisten gibt, irgendwie versteckt irgendwo im Untergrund, Übergrund, was weiß ich. Aber, ich würde auch irgendwann gerne noch ein paar von denen hier haben. Für die, ich sag jetzt mal, etwas anspruchsvolleren Abenteuer, zum Beispiel lass mich überlegen, hier jetzt Enderdrache und so, zum Beispiel, dass ich hier von ein paar auf Lager habe. Und ja, mal sehen, wo es noch so hingeht. Ich würde bald auf jeden Fall auch nochmal den Woodland-Menschen suchen, aber die würde ich mir erstmal noch für eine Weile aufsparen, denn ich habe auch Bock, jetzt wieder ein paar Sachen zu bauen. Insbesondere jetzt, wo wir Zugang zu so einem Tempel haben, theoretisch, ja. Müssen den natürlich noch, muss natürlich noch mit meinen Schwämmen da die Arbeit leisten, dass das dann auch alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und jo, soweit, so gut. Würde ich tatsächlich erstmal sagen, was das mit dieser Folge. Ich werde mich dann jetzt auf die Heimreise begeben, auf jeden Fall. Versuchen, die mich gerade zu anvisieren. Finde ich aber sehr uncool, muss ich sagen. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn euch der Kanal gefällt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen.
Was leuchtet denn da unten noch? Können wir gleich mal gucken gehen. Vielleicht machen wir noch, gucken wir noch mal nach einem Trident oder so. Und ja, für die Folge ist auf jeden Fall Schluss. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao.